Tresen kneipen, wo man sich kennt, wo man einfach so jeden Abend die gleichen Menschen zusammensitzen, Gedanken, Sorgen, alles miteinander teilen. Das finde ich richtig schön. Deswegen dachte ich, wir schreiben einen Kneipensong. Es gibt so einige davon. Gisela heißt sie, mit 56 Jahren hat sie schon viel gesehen und so viel erlebt. Die Scheidung hat sie hinter sich, Zukunft, die nicht viel verspricht. Die Tochter hat sie lang nicht mehr gesehen. Peter und Phil Ockert haben sich nicht mehr viel zu sagen, denn sie kennen sich schon ihr ganzes Leben lang. Die ganze Freude, die sie teilen, in ihrer Kneipe zu verbrennen, in Tresen ist längst Heimat für die zwei. Denn hier um Ecke meiner Lieblingsbar, da sind wir nachts am Tresen alle gleich. Wir teilen Hoffnung, Träume und was war, denn nachts am Tresen sind wir meistens gleich. Manfred war Gärtner, doch letztes Jahr im Mai hat ihm sein Chef gesagt,